auch sehr geil, wie ich finde. Bruder, ich fühle mich einfach gerade wie so ein Vertreter, weil ich hier aussehe, so wie Euler Shopping 24 oder so. Richtig, richtig geil. Finde ich auch cool, auch sehr geil. So Leute, in diesem Sinne herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr es im Titel wahrscheinlich schon gelesen habt, wir bauen heute die 690 hier wieder auf, die hier steht. Vor uns stehen alle, zumindest fast alle, ich würde mal sagen, so 90% sind da. Mir fehlen noch ein paar Ersatzteile, aber ansonsten ist alles da. Alle Teile, die wir brauchen, außer das Dekor kommt im nächsten Video. Aber diesmal, ihr erinnert euch wahrscheinlich an diese Szene. Also merkt euch mal dieses Bild und schauen wir mal, wie sie aussieht, wenn sie fertig ist. Da habe ich gesagt, dass ihr gespannt sein sollt, wie sie aussieht, wenn wir fertig sind. Und ich denke, allein heute, wenn wir fertig sind, wird sie schon tausendmal cooler aussehen, wie dieser alte Look, den wir eben damals hatten. Ja, und ich habe gedacht, ich mache es diesmal ein bisschen anders, also ich zeige euch jetzt nicht unbedingt, wie man es hinbaut, weil da ist nichts Besonderes dabei, sondern wir öffnen einfach die Sachen und vielleicht ist es für den einen oder anderen ganz interessant, was ich mir so geholt habe, oder für jemanden, der seit 690, 701 oder 700 er vielleicht auch neu aufbaut, was ich hier so gekauft habe, was ich so für Teile habe, um die wieder schön zu machen. Und ja, die stelle ich euch kurz vor. Und in dem Sinne fangen wir jetzt auch einfach mal bei irgendeinem Teil an. Mal schauen, bei was. Ich stelle euch mal vor, was ich geholt habe, warum und auch wer es gemacht hat, weil ihr wisst, ohne Sponsoren würde das ganze Ding auch nicht so funktionieren. An der Stelle auch schon mal kleine Werbung, nutzt gerne meinen Rabattcode EUTA bei KTM PowerShop, Husky PowerShop und Motorradersatzteile 24. Da könnt ihr 10% sparen. Bei KTM PowerShop gibt es alles mögliche an Powerparts, logischerweise Powerwear, Ersatzteile, Motorenersatzteile, Bremsen. Es gibt für EXCs und so weiter ganze Motomasse, Bremsanlagen, es gibt Öle. Ja, und bei Motorradersatzteile im Endeffekt das Ähnliche gibt es auch, Plastiksätze, also Aftermarket-Produkte, also nicht die ganzen Originalteile, aber Aftermarket-Produkte. So Leute, und ich würde sagen, wir fangen so mal ganz klassisch an, und zwar einmal das Fahrwerk. Als kleine Info für euch, ich finde es immer relativ wichtig, mir ist besonders klar, bei einer Enduro muss man das Fahrwerk öfters machen wie bei einer Supermoto, aber nach 10 Jahren kann man auf jeden Fall mal auch mal bei einer 690 das Fahrwerk machen lassen, dann ist das Öl auch schon verbraucht, da ist vielleicht ein bisschen Wasser drin, durch die verschiedenen Wärmeeinflüsse, die man hatte, besonders der Dämpfer verliert vielleicht auch Druck. Da ist jetzt meins einmal komplett gemacht worden, nur ein Service, komplett vom Dämpfer, plus vorne von den Gabeln von Powerful Suspension kann ich wirklich empfehlen. Die machen bei meinen Karren auf jeden Fall die ganzen Supermoto-Umbauten. Bei meiner 300er ist auch Enduro-Abstimmung für mein Gewicht. Bringt sehr, sehr viel, besonders eine Supermoto-Abstimmung ist sehr krass, weil dieses Enduro-Fahrwerk einfach nicht für die Straße gemacht ist. Klar, ihr könnt es auf hart stellen und so weiter. Auch wenn ihr leicht seid, das bringt schon auch was, aber ihr habt niemals diese gleiche Wirkung, wie wenn ihr das Fahrwerk komplett abstimmt. Einfach nur eine Abstimmung gemacht worden, beziehungsweise ein Service, einmal komplett. Jetzt funktionieren die wieder super und andere Seite genauso. Ist klar, man könnte jetzt hier noch Farben machen und so weiter, bietet Powerful Suspension auch alles an. Hier unten Farbe, oben sogar ein Verlauf, sieht sehr, sehr geil aus. Aber ich habe diesmal nur Standard machen lassen. Dämpfer genau das gleiche, Standard. Feder beim einer 690 ist übrigens weiß. Ich habe die jetzt wenigstens schwarz machen lassen. Das ist das Einzige, was ich machen lassen habe, sonst nur den Service. Weil ich das Weiß einfach gar nicht mehr dazu passt, seht ihr später warum. Ja, und an der Stelle noch, ich verlinke euch auf jeden Fall alle Sponsoren unten. So, dann direkt nächstes Paket. Das hier wird auf jeden Fall schon geil. Diesmal ist nämlich ein kleiner Unterschied zu meiner alten. Hier finde ich echt sehr, sehr cool. Und zwar hier einmal vom CMT. Einen Motorschutz, also zieht euch den einfach mal rein. Ich finde, der sieht schon sehr, sehr geil aus. Bei meiner alten war, glaube ich, der Standard Plastik dran. Und da kommt jetzt der Carbon von CMT ran. Richtig, richtig geil. Der hat auch schon einen sehr, sehr geilen Look. Und wir haben auch gleich noch mehr. Und zwar haben wir einmal Motorschutz. Den Deckel für den Kupplungskorb. Auch sehr geil, wie ich finde. Hier Deckel für die andere Seite. Auch sehr geil. Ah ja, Kettenschutz fand ich auch cool. Auch sehr geil. Ja, das war's schon an Carbon-Teilen. Bruder, ich fühle mich einfach gerade wie so ein Vertreter, weil ich hier aussehe, so wie Euler Shopping 24 oder so. Ja, dann kommen wir jetzt gleich zu dem Punkt, warum ich das alles recht schwarz da unten rum haben will. Weil schwarze Schwinge. Schwarze Schwinge und auch die ganzen Fußrastenträger habe ich schwarz gemacht. Den Bremshebel, Schalthebel kommt mir schwarz. Das unten rum, seht ihr, dann hat es, wie gesagt, ich habe es jetzt schon dreimal gesagt am Ende vom Video, das unten rum, ich finde den Look immer so uncool, wenn du, sagen wir mal, du hast das ganze Design so schwarz und hast dann unten am Ende die Schwinge in Silber. Das finde ich sehr, sehr hässlich, deswegen ein Muss eigentlich, dass man die schwarz macht. Hat Schichtwerk gemacht, wirklich der neue Stand vom Beschichter Supermoto Himmel. Nee, wirklich, also die Jungs machen echt super Arbeit, das muss man echt sagen. Haben jetzt hier die komplette Schwinge gemacht, haben mixed auch meinen Schalthebel gemacht, können auch Tank beschichten mit Keramik, auch sehr, sehr geil. Also da braucht man dann auch im Endeffekt nicht mehr die Carbon-Sachen, wenn man die mag, wenn man den komplett schwarz mag. Ja. Wir haben jetzt hier einmal die Schwinge, komplett schwarz, das ist echt geil, das macht immer so viel aus, wirklich, mich freut es jetzt schon. Checkt die auf jeden Fall auch ab, also wenn ihr irgendwas zu beschichten habt, also Keramik beschichten, Pulver beschichten und eduxieren, bieten die Jungs alles an und machen auch echt, also die machen wirklich sehr, sehr geile Arbeit.
So, ich glaube, ihr könnt schon ahnen, was da drin ist. Und zwar einmal eine 320er Motomaster Scheibe für vorne. Einmal eine für hinten. Ich finde die Originalscheiben, ich zeig dir einfach mal. Die Originalscheiben sind wirklich so hässlich. Also ich finde diesen Look einfach, weiß ich nicht, ich finde es so hässlich. Da, wenn die Motomaster drauf sind, sehen die viel, viel geiler aus. Ja, danke auf jeden Fall an Motomaster auch. So, und dann zu guter Letzt noch zwei Pakete von KTM Power Shop. Einmal das und einmal das. Da sind jetzt noch drin neue Griffe. Supermoto-Fender für einen neuen Look, weil ich will den alten Look nicht mehr haben, ich will den neuen. Deswegen neuer SMCR-Fender von 2019. Licht von 2019. Die Gummis dafür, neuer Luftfilter. Griffgummis, wie ich gesagt habe. Und noch ein paar Teile. Ja, und das soll jetzt damit mit einer kurzen Vorstellungsrunde schon gewesen sein. Ich baue das jetzt alles an. Und dann seht ihr das auch nochmal im Detail. Und nicht so euer Shopping 24 Grad. 3000 Jahre später. So Leute, für euch keine Sekunden später, für mich ein paar Tage später. Denn ich musste zum einiges dran bauen. Und ich will es euch jetzt nicht vorenthalten, aber ja, so viel Unterschied macht nur ein paar Plastikteile, Pulvern und Carbon. Und eine neue Front. Und zwar, also schaut euch das bitte mal an, wie geil sieht das bitte aus. Hier EXC-Front kommt richtig, richtig gut. Ich habe diesmal auch Handguards dran. Ich hatte schon sehr, sehr lange keine Handguards mehr dran. Habe ich jetzt endlich mal gemacht. Ja, ich habe mir gedacht, mal wieder ein neuer Look. Klar, ich habe jetzt vergessen, die hier zu pulvern, hätte ich machen können. Aber ich habe zu spät dran gedacht. Ist es aber nicht so schlimm. Ich habe jetzt einfach mal wieder diesen Look von Handguards. Kommt auch mal wieder cool. Normalerweise bin ich immer der Typ, der die Lenker lieber komplett clean hat, dass hier gar nichts ist. Außer die Hebel und so weiter. Ja, ansonsten alles nur in schwarz. Einmal neue Plastikteile hier komplett. Schwinge gepulvert von Schichtwerk. Auch richtig, richtig geil. Habt ihr ja gerade schon gesehen. Richtig gut gekommen. Jetzt kommt so ein Bike. Dann Carbonteile von CMT. Die kommen auch richtig fett. Ich finde, die machen diesen riesen Block. Also 96 hat er immer diesen riesen Block unten dran hängen. Der ist jetzt damit einfach ein bisschen weg. Also das sieht so ein bisschen gecovert aus, wie in einem Rahmen drin. Also sozusagen der Motor hängt jetzt hier nicht mehr so raus, sondern der ist jetzt ein bisschen versteckt und das macht es irgendwie ein bisschen schlanker, finde ich. Also das ist sehr, sehr geil geworden. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Das ist alles schwarz, das ist jetzt alles echt sehr, sehr passend, weil du hast hier das Schwarz von den Fußrasten, die auch mit beschichtet worden sind von Schichtwerk. Und hier, klar, das ist hier noch so Kleinigkeiten, mit der sie hätte noch eloxieren können und so weiter. Aber der Rest sieht schon sehr, sehr gut aus. Dann haben wir natürlich auch noch komplett Motomaster Bremsscheiben. Einmal vorne und einmal hinten mit neuen Belägen logischerweise. Und das hat 2012er Modell hier, hat noch ohne ABS, beziehungsweise ist noch ohne ABS. Und da finde ich den Bremsdruck fast, der ist noch ein bisschen geiler, wie wenn der ABS-Block da drin ist. Wenn der ABS-Block drin ist, hat die irgendwie nicht so ganz dieses direkte Ansprechverhalten wie die XCs, aber so nach den ersten Metern zumindest gefühlt schon. Ja, Fahrwerk ist noch gemacht worden, ist nichts Besonderes, nur eine Abstimmung neu, beziehungsweise ein Service neu, damit die einfach mal wieder nach 10 Jahren neu gemacht ist. Also ich denke, das ist schon mal nötig. Ja, und in dem Sinne soll es schon gewesen sein. Ist jetzt wie gesagt nicht dieses Riesenprojekt gewesen. Es kommt noch ein Video, wie wir das Dekor drauf machen, weil es wird auch ein bisschen speziell. Mache ich als extra Video, freue mich darauf auf jeden Fall. Und da sieht man mal, was einfach nur Plastikteile, bisschen gescheit reinigen, dann besonders Pulver. Und Pulver macht sehr viel. So Silberteile, Pulver macht sehr, sehr viel vom Look aus. Und die Carbonteile, was das ausmacht. Da sieht man, was für einen krassen Unterschied so wenig Aufwand macht. Ja Leute, in diesem Sinne soll es gewesen sein mit diesem Video. Lasst mir gerne einen Like, einen Kommentar und ein Abo, einen More da, wenn ihr noch kein Abonnent von dem Kanal seid. Demnächst gibt es wieder Vlogs. Ich schätze mal, wenn ihr dieses Video seht, bin ich gerade schon auf dem Weg nach Italien. Dann gibt es neue Videos. Wohin seht ihr dann? Nutzt auch gerne meinen Rabattcode Euro, damit könnt ihr selbst sparen und unterstützt auch mich und solche Projekte wie KTM Power Shop, hat ja auch mich eben bei diesem Projekt unterstützt. Und das habe ich schon dreimal umgesagt. In dem Sinne, bevor ich hier erschlagen werde von irgendwelchen Eicheln, bis zum nächsten Video. Haut rein, ciao.